sieben Wochen mit Werten leben. Psychologen sagen uns, wenn wir neues Verhalten einüben wollen, dann brauchen wir schon so 3-4 Wochen, die wir das so mal so konzentriert üben müssen. Und 7 Wochen wäre ja vielleicht so eine ganz gute Marge, um einfach so in die neue Spur reinzukommen, damit das in unserem Gehirn und in unserem Leben so einen Trampelpfad gibt, den wir dann auch weitergehen können. Heute geht es also um den Wert Dienen in Liebe. Und in dem Wertepapier unserer Gemeinde haben wir da 2 biblische Mottosätze drüber gesetzt. Der eine steht im 1. Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 10. Dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Und den anderen haben wir eben schon in der Lesung gehört, aus dem Philipperbrief. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Das Wort, was da steht für sehen, das ist so ein bisschen so wie fokussieren so. Nicht? Also ein jeder setze nicht nur den Fokus auf das Meine, so was brauche ich, wo komme ich klar, sondern fokussiere auch mal ein bisschen mehr das, was dem anderen dient. Ich möchte dazu heute versuchen, das in 3 Bildern so ein bisschen anschaulich zu machen. Erstens, dienen in Liebe. Leute, das ist eigentlich ein Selbstgänger. Das ist geradezu austauschbar. Wer liebt, dient dem anderen. Und wer nicht dient, liebt nicht. Das erste Bild ist das Bild von 2 Liebenden. Wann habt ihr das letzte Mal so einen richtig netten Liebesfilm gesehen? Erinnert ihr euch noch dran? Oder ihr könnt euch auch, wenn ihr wollt, an eure eigene Zeit der Verliebtheit erinnern. Wie ist denn das da gelaufen? Ich bringe das jetzt mal auf eine ganz schlichte, vielleicht fast unromantisch wirkende Formel. Verliebte dienen einander. Und sie tun es mit Begeisterung und mit Lust. Sie gucken überall, wo sie einander etwas Nettes tun können, was dem anderen Freude macht. Sie machen sich füreinander schön, sie zeigen sich von ihrer freundlichsten und großzügigsten Seite. Sie überlegen sich kleinere oder auch größere Überraschungen füreinander. Er hält ihr die Tür auf, hat er sonst nie gemacht, hilft ihr in den Mantel. Er ist aufmerksam für ihre Wünsche und Bedürfnisse. Das kann mit Geld zu tun haben, aber manchmal ist das auch fast zu plump mit dem Geld. Und sie interessiert sich für ihn. Sie tut ihm Gutes, sie spürt, wo er Bestätigung oder auch Ermutigung braucht. Sie macht ihm Freude. Natürlich ist da auch so ein bisschen Berechnung bei. Ich will ja dich und ich will dir ja gefallen und alles dafür tun, dass das dann auch passiert. Aber es hat auch eine ganz spontane Seite. Wenn ich verliebt bin, macht es auch mir Spaß, dir Gutes zu tun, dir Freude zu machen. Psychologen reden in der Partnerschaft von einem gemeinsamen Beziehungskonto, das wir gemeinsam unbewusst eröffnen. Und jedes Dienen kommt einer Einzahlung gleich. Und in der Liebe zahlen beide gern und freiwillig und überschwänglich auf ihr Beziehungskonto ein, ohne viel darüber nachzudenken oder gar nachzurechnen. Wenn es doch immer so bliebe. Wer liebt, für den macht Dienen Spaß. Lieben und Dienen ist dasselbe. Es sind nur 2 Betrachtungsweisen derselben Medaille. Die eine von der Gefühlsseite her, die andere von der Verhaltensseite her. Aber klingt Dienen denn nicht auch ein bisschen nach Unterordnung? Nach Zurückstellen meiner Bedürfnisse hinter deinen? Na und?
Ich mache es doch für dich, weil ich dich glücklich machen will. Und du machst es doch auch für mich, also kein Problem. Nicht solange wir einander lieben und nicht solange das Beziehungskonto fett gefüllt ist. Solange ist es überhaupt kein Problem. Lieben heißt dienen. Ein zweites, schon ein bisschen weniger romantisches Bild. Eltern, die ihre Kinder lieben, dienen ihnen. Es geht schon vor der Geburt los. Da werden große Einkäufe getätigt, da wird die Wohnung umgeräumt, da wird ein Zimmer eingerichtet und in Zartrosé bemalt, da werden Geburtsvorbereitungs- und Elternkurse belegt, alles um ja optimal auf dieses Kind vorbereitet zu sein und ihm die bestmöglichen Lebensbedingungen zu bieten. Ich habe dieses zweite Beispiel extra nochmal dazu gewählt, weil sich daran ein paar Verständnisfragen gut klären lassen. Fragen, die uns beim Thema Dienen oft unwillkürlich zurückschrecken lassen. Zum Beispiel, heißt Dienen nicht irgendwie fremdbestimmt zu sein? So wie früher die Herren über ihre Diener bestimmten. Oder auch heute ja noch mein Dienstherr über meinen Arbeitsplatz kräftig mitbestimmt bei meiner Arbeit. Aber unser Leitwert lautet ja, dienen in Liebe. Natürlich sind Eltern ein Stück fremdbestimmt. Und natürlich ist das nicht nur Eididei und süße Fotos schießen, wenn die Monatsblähungen oder die ersten Zähne oder Kinderkrankheiten kommen, dann erkennt man junge Eltern häufig nicht mehr nur an ihrem begeisterten Lächeln für Familienfotos, die an Oma weiter gewhatsappt werden, sondern häufig auch an ihren Ringen um die Augen. Und doch, sie dienen ihren Kindern bereitwillig. Aber mache ich mich nicht irgendwie ausnutzbar, wenn ich diene? Ja, gewiss, mache ich. Diese Frage mag eine wichtige Frage sein, aber ich mache euch darauf aufmerksam, dass es auch eine höchst gefährliche Frage ist, durch die der Versucher unendlichen Schaden anrichtet. Wenn er die erstmal so in unser Herz reingesät hat, oh oh. Christen lassen sich durch diese Frage von ihrer Berufung abhalten und Millionen Ehen gehen daran kaputt. Irgendwann nämlich, wenn das erste lodernde Feuer runtergebrannt ist, dann schleicht sich genau diese Frage ein. Werde ich hier nicht irgendwie ausgenutzt, wenn ich meinem Partner zu viel diene? Kommt da eigentlich auch genug zurück? Eigentlich bin ich jetzt erstmal dran, an mich zu denken und mir dienen zu lassen. Und dann stelle ich meinen Dienst so ein bisschen ein und werde gleichzeitig ein bisschen kühler und fordernder, um zu signalisieren, du bist jetzt mal dran. Was kommt dabei raus? Der andere, falls er nicht gerade gleichzeitig zufällig das Gleiche gedacht hat, und das ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass er das hat, tut er es spätestens jetzt. Auch er bekommt das Gefühl, ich kriege irgendwie nichts mehr. Ja, ich werde hier sogar ein bisschen abgestraft. Ich glaube, ich muss mich ein bisschen mehr schützen und verteidigen. Ich könnte das jetzt deutlich weiter ausmalen, aber vielleicht spüren wir, so wie vorher im Dienen die Liebesspirale nach oben schoss, so bewegt sie sich jetzt im wechselseitigen Kreislauf nach unten, erst langsam und dann immer schneller. Im Bild des Beziehungskontos gesprochen heißt das, keiner zahlt mehr ein. Jeder erwartet, dass der andere erst einzahlen soll, aber beide heben fröhlich ab. Nein, nicht fröhlich, sondern misstrauisch und mehr verbittert. Was mit einem Konto passiert, das nur noch geplündert wird, ist klar.
Psychologen nennen das den Zwangsprozess. Nicht? Ich nörgel ein bisschen an dir rum, du gehst in den Selbstschutz und machst dann mal eine kleine Gegenattacke und so. Und so wie das Ding vorher nach oben ging, so geht das geradezu zwanghaft immer weiter nach unten. Und das Konto wird immer weiter geplündert, bis auf null und dann noch weiter runter. Die paradoxe Logik lautet also, und nicht nur in der Ehe, wer dient und gibt, wird reich und glücklich. Wer nicht mehr dient, wird arm, misstrauisch und verbittert. Und der einzige Ausweg aus diesem Kreislauf ist, fang du wieder an zu dienen und einzuzahlen, ohne auf eine Vorleistung oder sofortige Gegenleistung zu achten. Hilfreich kann auch sein, mal drüber zu reden und zu sagen, wollen wir es nicht beide mal wieder versuchen, mal einzuzahlen und uns gegenseitig auf die Spur kommen, wenn wir uns was Gutes getan haben und nicht immer nur, wenn wir voneinander enttäuscht sind. So, ich gehe jetzt wieder zurück, einen Schritt auf meine Frage, mache ich mich nicht ausnützbar und abhängig, wenn ich diene? Und ich gehe auch wieder auf das Beispiel der Eltern mit ihrem Kind zurück. Natürlich mache ich mich ausnützbar. Niemand nützt so ungeniert aus wie Kinder ihre Eltern. Das habe ich damals, als ich jung war, bei meinen Eltern auch gemacht und heute rächt es sich. Und meine Kinder nützen mich auch aus. Also bei uns in der Familie gibt es so ein Papa-Kind-Ritual. So nach dem Tisch noch gemeinsam was Süßes essen. Und mein Kind und ich, wir lieben beide diesen Schokopudding. Vorher war sie überzeugt, dass sie also Schlagsahne nicht macht. Dann hat sie festgestellt, dass diese Schokosahne da oben drauf, dass die das Beste ist. Dann machen wir das auf und jeder kriegt einen Löffel und dann essen wir beide da raus. Und nachdem sie es erst rausgekriegt hat, sieht sie immer zu, dass sie mit jedem Löffel also 3/4 Sahne kriegt. Und auf jedem Löffel ist auch so ein Berg drauf. Also langsam komme ich da echt zu kurz bei. Ich habe ja schon überlegt, machen wir es uns nicht einfacher. Jeder kriegt seinen Schokoladenpudding, seinen Schokosahnepudding und dann geht das gerecht zu und dann klaut mir auch keiner was. Aber dann wäre der schöne Spaß auch vorbei. Und ich muss mich mal fragen, was ist mir eigentlich wichtiger? Die Gemeinschaft mit meinem Kind, das schöne Ritual, gemeinsam da und ab und zu vielleicht sich auch nochmal so vom Löffel was runterkabbeln, so. Oder dass ich nicht zu kurz komme. Abgesehen davon, die Uhr tickt. In 3 Jahren oder so kommt dann auch die Pubertät und dann ist für so kindische Rituale mit Papa, die sind dann eh nur noch peinlich und no-gos, das geht gar nicht mehr. Also, ich habe mich entschieden für den Spaß und die Zweisamkeit, sprich für das Dienen und Teilen, auch wenn ich ausgenutzt werde. Es gibt aber noch etwas, weswegen ich über unseren Umgang mit unseren Kindern zum Dienen rede. Es gibt da nämlich nicht nur die Sache mit dem Schokopudding, es gibt auch noch die Sache mit den Schularbeiten. Corona-Stöhnen bei allen jungen Eltern. Auch da investiere ich. Ich diene, ich helfe bei der Entwicklung meines Kindes. Meine Frau ist eine Meisterin darin, immer noch wieder neue Motivationshilfen zu erfinden. Und trotzdem sind wir da eine Spur anders unterwegs als beim Puddingessen. Ein kleines bisschen konsequenter und unnachgiebiger. Zwar dienen wir da auch unserem Kind, aber wir tun gerade deswegen nicht einfach das, was es von uns will. Als da wäre nicht so viel 1x1 abhören und nicht so genau hinschauen und lieber ein bisschen mehr Zeit am Fernseher und an der Playstation lassen oder sowas. Und das ist manchmal ganz ungewohnt für unser Kind, dass es uns da nicht so um den Finger wickeln kann. Das findet es auch nicht lustig und das lässt es uns mitunter auch ziemlich spüren. Trotzdem bleiben wir dabei, weil wir da einfach eine weitere Perspektive haben. Und an dieser Stelle machen wir uns auch nicht von seinem Wohlwollen abhängig, sondern von unserem langfristigen Wohl
wollen für das Kind. Das ist nicht unwichtig. Dienen in Liebe macht sich nicht abhängig von der Belohnung des anderen, weder im Guten noch im Bösen. Da bleibt es frei. Wir werden das gleich bei Jesus auch noch einmal entdecken. Wir haben zwei Bilder miteinander betrachtet, um zu verstehen, was Dienen in Liebe bedeutet und wieso recht verstanden beides dasselbe ist. Wir hatten das Bild von den Liebenden und das Bild von den Eltern mit ihren Kindern. Und jetzt sind wir zum Ende bei dem alles entscheidenden Bild angekommen, bei dem Bild von Jesus, dem Diener. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben hingebe als Lösegeld für viele, sagt Jesus in Markus 10, Vers 45. Jesus sagt das nicht nur so daher. Er macht es seinen Jüngern ganz anschaulich und fühlbar, als er ihnen die Füße wäscht. Und wir sehen ihm zu, wie er den Seinen, und ja also auch mir, liebevoll dient bis in die Abschiedsstunde hinein. Und als sie ihn alle verlassen und fliehen, da dient und liebt er sie bis ans Ende, bis ans Ziel, bis zum Schrei, es ist vollbracht, als er sein Leben am Kreuz als Lösegeld gibt. Das hat er auch für mich getan. Darf ich noch einmal kurz auf das Modell vom Beziehungskonto anspielen? Jesus hat bis zu seinem Tod nicht aufgehört, auf das Beziehungskonto überfließend einzuzahlen. Es ist prall gefüllt durch seinen Dienst, seine Liebe, nicht durch meine. Er ist immer wieder in die Vorleistung gegangen. Und das sogar für Judas. Als ich diese Geschichte aus Johannes in der Vorbereitung las, störten mich zuerst diese wiederholten Hinweise auf Judas. Und ich habe echt überlegt, ob ich sie nur in unserem Zusammenhang heute rauskürzen soll. Das ist sowieso eine recht lange Geschichte, so kurz vor Ende der Predigt. Das führt hier doch gerade ab. Und dann musste ich aber merken, dass es gerade das nicht tut. Das ist doch genau unsere Angst beim freigebigen Dienen, dass wir dabei auf einen Judas treffen könnten. Auf jemanden, der unseren Dienst nicht verdient, der uns schamlos ausnutzt und am Ende draufspuckt und uns mit Füßen tritt. Und sei es der eigene Ehepartner. Jesus dient allen Jüngern. Es wird hier ausdrücklich betont, Judas ist dabei. Auch denen, die es nicht verdient haben. Ja, selbst dem, der es überhaupt nicht verdient hat. Dann ja wohl auch mir. Und gleichzeitig hebt er selbst noch einmal ausdrücklich hervor, er ist ihr Herr und Meister. Er tut es freiwillig. Niemand hat ihn dazu genötigt. Petrus tut sich sogar schwer damit, muss sich erst überzeugen lassen, dass er Jesus' Dienst wirklich braucht. Jesus erfüllt in seinem Dienst nicht Petrus' Willen, sondern den Willen seines Vaters im Himmel. Und gleichzeitig ruft er seine Schüler und Nachfolger auf, es ihm gleich zu tun. Er sagt ihnen, guckt es euch genau an, was ich euch getan habe. Und dann tut, wie ich getan habe. Tut, wie ich euch getan habe. Dient in Liebe, ohne zu fragen, wem oder mit welchem Lohn oder Erfolg. Das ist dieser Wert. Noch ein klitzekleiner Ausblick zum Schluss. Durch unsere neue Art, die Gottesdienste zu planen und zusammen vorzubereiten,
ergibt es sich, dass wir Pastoren uns meist gleichzeitig im Vordenken mehrerer Predigten befinden. Ich bin also schon im Geiste auch bei der nächsten und so ein ganz klein bisschen auch schon bei der übernächsten. Und dabei ist mir etwas aufgefallen, was ich eigentlich natürlich hätte wissen müssen. Beim Betrachten verschiedener Werte, über die wir mit euch sprechen wollen, fiel mir auf, wie sehr diese Werte auch untereinander zusammenhängen und sich gegenseitig ergänzen. Ein Wert stützt den anderen und einer kann nicht ohne den anderen. Das heißt aber auch, wenn wir an einem Wert, den mir der Heilige Geist besonders dringlich macht, anfangen und in 7 Wochen mit einüben, wird sich das auf alle Werte aus unserem Leben auswirken. Denn alle Werte speisen sich aus derselben Quelle. Und wenn wir in den nächsten Wochen über den liebevollen Umgang mit der Schöpfung reden oder über das Vergeben oder über das Brückenbauen zu unseren Mitmenschen, dann werden wir immer wieder an denselben Wegkreuzungen vorbeikommen. Vor allem immer wieder an der Liebe unseres himmlischen Vaters, die uns in Jesus begegnet. Und an der Frage, ob wir diese Liebe annehmen wollen und auch an anderen üben. Amen.